So, wenn wir hier ein bisschen Platz haben, dann kann die Holzverlöte wieder abgerissen werden, ist nur temporär. Und dann machen wir hier ein Lagerhaus hin. Und dort werden alle Sachen hintransportiert, wenn es näher dran ist als das Hauptquartier. Und dann muss das Gold nicht immer bis zum Hauptquartier, sondern kann hier bleiben. Dann können wir hier vielleicht doch noch eine Münzprägerei hinsetzen. Warum arbeitet der nicht? Der kriegt kein Futter, ne? Kommen wir denn hier irgendwie raus mit dem Weg? Wir können so machen, da großartig. Das ist der einzige Weg, den ich machen kann. Hier kann noch eine Fahne hin, aber ich kann von dieser Fahne aus keine Wege machen. Blöd. Der hier hinten bekommt einfach keine Nahrung. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir hier nochmal eine Nahrungsproduktion hinsetzen, damit die Goldbergarbeiter ein bisschen schneller ihre Nahrung bekommen, weil das Hauptquartier ist wirklich weit weg. Da hat man nicht so die Vorstellung von, aber guck mal, wir nehmen von der Karte schon relativ viel ein. Das ist alles recht weit weg. Münzprägerei. Und sie arbeitet sogar. Cool. Zwei Kohle, ein Gold. Sehr schön. Da haben wir noch eine Mühle errichtet und noch ein Goldbergwerk und noch eine Bäckerei und einen Bauernhof. Und da hat er auch schon ausgesät, wie ihr sehen könnt. Okay, gut. Noch ein Kohlebergwerk und noch ein Kohlebergwerk. Und arbeiten die? Ja, nicht so wirklich. Hier unten eins arbeitet, die anderen schlafen. Okay, dann haben wir aber jetzt schon in der Statistik zugelegt bei hergestellte Münzen. Was? Ah, vier. Ha, sehr schön. Hat sich gerade aktualisiert. Wir haben vier Münzen erstellt. Und das nach einer Spielzeit von, na, von 40 Minuten. Das finde ich ziemlich ordentlich. Das ist schon sehr vernünftig. So, Holzfällerhütte, genau. Kohlebergwerk, jawohl. Ich glaube, hier müssen wir uns wirklich nicht mehr ausbreiten. Das ist nicht nötig. Wir haben genug Gold, wir haben genug Kohle. Es wird ein recht kurzes Spiel im Vergleich zu dem, was man in Siedler normalerweise machen kann, meiner Meinung nach. Mich wundert es auch tatsächlich, dass wir noch nicht auf unseren Gegner getroffen sind. Was ist das? Das ist eine Baracke, die ist im Bau. Guck mal, wir kommen gar nicht vorwärts. Hier ist irgendwie gerade ein bisschen... Jetzt haben wir das, was ich am Anfang der Serie erwähnt habe. Mit den Produktionsprioritäten. Was jetzt priorisiert wird, ist ganz klar Nahrung, Kohle, Gold und Münzen. Und wenn hier an einer Fahne die ganze Zeit ein Brett liegt zum Bauen der Baracke, dann wird es total ignoriert. Auch wenn das Brett da schon länger liegt als das Gold, wird zuerst das Gold genommen. Guck mal, das ist eine Münze. Guck mal, er trägt eine Münze. Guck mal, wie fett die ist. Meine Fresse. Er trägt eine einzige Münze. Vielleicht zu dieser Baracke. Wo der dann eine Münze bekommt und dann ist es kein Gefreiter mehr, sondern ein, irgendwas anderes. Keine Ahnung. Gefreiter, 3 von 3. Was soll das heißen, 3 von 3? Ja, wir können Gebäude auch ausbauen, das hatte ich ganz vergessen. Dann können wir die Baracken alle nachträglich auf Wachstuben upgraden. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man merkt, okay, es geht langsam die Bach runter, wir müssen jetzt mal upgraden, alles wird scheiße. Dann kann man das ein bisschen besser machen, zumindest auf Wachstube. Weil die brauchen ja beide den gleichen Bauplatz. Ob nur ein Turm oder eine Festung draus werden kann, hängt nur vom Bauplatz ab. Okay, ich weiß nicht, wo die Münze geblieben ist, doch der Esel hat es. Hat es aber nicht in die Baracke gebracht, also gehört die Münze woanders hin. Meiner Meinung nach werden Münzen auch zuerst zu Baracken gebracht oder zu Gebäuden, die nah am Feind dran sind. Aber ich sehe überhaupt keine Baracken, die nah am Feind dran sind. Ich habe meinen Feind noch gar nicht kennengelernt. Forsthaus haben wir errichtet, okay. Und diese Baracke hier, die ist ja schon ewig. Das ist ja eine der ersten Baracken, die ich gesetzt habe. Und ich kann sie immer noch nicht bauen. Großartig. Ist doch nicht zu fassen. Jetzt habe ich auch noch ein Forsthaus. Können wir das mal... Scheiße. Können wir das mal irgendwie aussetzen lassen? Produktion gestoppt. So. Wir setzen das mal hier aus und hoffen, dass erstmal hier dieser eine scheiß Baum da abgebaut wird. Holz doch mal den einen Baum da ab. Ist es doch nicht wahr. Ach, Mann. So, wie sieht's hier aus? Okay, ich habe mich ja dazu entschieden, einen Wachturm zu bauen. Das wird natürlich lange dauern. Was ich ein bisschen blöd finde, worüber ich mich schon immer geärgert habe, die Träger kommen hier aus irgendeinem Grund mit einem Stein zuerst an. Aber der baut zuerst das Gerüst und das besteht aus Holz. Das heißt, mit dem Stein kann der überhaupt nichts anfangen. Na, seht ihr mal. Der wartet hier immer noch rum. Der kann mit dem Stein überhaupt nichts anfangen. Der braucht noch drei Steine und drei Bretter. Aber er wird nicht anfangen zu bauen, bevor er nicht erst ein Brett hat. Stein ist praktisch... die Fassade, aber die Bretter sind die Grundkonstruktion.
Also, eigentlich müsste ein Brett von der Logik her wichtiger sein im Transport als Steine. Genau, sind sie auch. Bretter sind vor Steinen, weil mit Brettern angefangen wird. Und danach kommen die Steine. Warum kommen dann immer die Steine zuerst an? Seltsam. Da hat er benötigt auch noch ein Brett. Aber der hat schon angefangen, also braucht er nur Bretter. Okay, was auch interessant ist, wir können hier draufklicken und dann sehen wir, wo das Material ist, das noch fehlt. Das ist ganz intelligent. Bei dem Stein, der ist hier hinten. Das ist der Stein für den Wachturm. Und der ist noch ziemlich weit weg. Gut, noch eine Baracke errichtet. Hier, sehr schön. Jetzt sollten wir eigentlich langsam mal in seinen Bereich kommen. Dann werden wir mal Statistiken angucken. Die Größe der Region. Gut, ich bin bei 12%, er ist bei... Hä? Nein, er ist auch bei 12%. Wie können wir denn beide bei 12% sein? Wir sind doch auseinander, denn bin ich bei 12 und der bei 11. Egal. Wenn wir mal gedanklich diese Größe nehmen und hier oben hin kopieren, dann müssten wir uns eigentlich mit dem Besetzen der nächsten Baracke treffen. Da ist aber auch wieder ein Gefreiter. Gefreiter 3 von 3, das müssen seine Hitpoints sein. Ich weiß auch nicht. Seltsam. Okay, es ist nach wie vor eine weiße Fahne. In Ordnung, dann bauen wir uns hier nochmal aus. Wir machen mal ruhig eine Wachstube. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir... Das ist doch nicht wahr. Kann doch... Das kann doch nicht sein. Warum ist denn hier überall so viel... Okay, heißt die Karte nicht sogar irgendwie Eichenwald oder so? Verdammt, Holzfällerhütte, du musst jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Der Baum ist mir im Weg. So, Militärgebäude besetzt. Automatische Speichern. Wunderbar. Keine Rohstoffe gefunden, Steinbruch. Das ist korrekt und das heißt, wir reißen den ab. So. Wir bekommen sogar die Hälfte der Materialien erstattet, also ein Brett. Ist in Ordnung. Gut. Ah, und jetzt können wir hier damit verbinden. Wunderbar. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich auch schneller Nahrungsmittel bekommen. Alleine schon, weil der Bauernhof hier direkt nebenan ist. Aber die Bäckerei macht ja die eigentlichen Brote. Und die ist leider ein bisschen weiter weg. Naja, schwierig. Aber der Brunnen funktioniert. Wie wir hier sehen, das ist tatsächlich ein richtiger Brunnen gebaut worden. Und der braucht jetzt kein fließendes Gewässer wie in Siedler 3 oder sowas. Der hat hier seinen Brunnen und da holt er Wasser raus. Wunderbar. Stellt euch mal vor, ihr seid Brunnenbediener. Ah! Fantastisch. Machen wir mal lieber manuell den Weg, damit er nicht zu sehr die Farm einschränkt, wollte ich sagen. Und was ist? Ich habe sie wunderbar eingeschränkt. Ja, das ist schon okay. Der hat hier genug Platz. Guck mal, hier überall baut der an. Das ist genug. Aber die Holzfällerhütten werden hier langsam untergehen, würde ich mal behaupten. Und so langsam nichts mehr abbauen können. Aber der Wachturm ist fast fertig. Wunderbar. Wie gesagt, den Wachturm habe ich jetzt nur gebaut in der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen mehr Platz bekommen. Und auch in der Hoffnung, dass hier ein bisschen ebenerer Boden ist, damit man dort diese Bauernhof-Schweinefarm-Kombination bauen kann. Denn auch wenn wir zwar auch 4 Gebäude brauchen, brauchen wir mehrere sehr große Gebäude, die wir ja normalerweise nicht brauchen. Wir brauchen ja den Bauernhof und die Schweinezucht. Eselzucht brauchen wir nicht wirklich, das wäre nur als Träger. Aber Fleischerei, Mühle und Bäckerei sind beides mittlere Gebäude. Also wir brauchen 2 große Gebäude, Schweinezucht und Bauernhof. Deshalb will ich hier ein bisschen Platz schaffen. Ich bin mir auch immer nicht so sicher. Man könnte natürlich hier auch eine Schweinezucht hinbauen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob der Bauernhof genug Getreide anbaut, um die Mühle und einen anliegenden Schweinehof zu befeuern. Das weiß ich nicht. Wir haben hier tatsächlich 0 Getreide drin. Also es wird scheinbar nichts ins Lager gebracht, sondern vom Bauernhof direkt in die Mühle. Die hat 1 von 6 Getreide und der Bauernhof hat gar nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht, um 2 Betriebe zu versorgen. Das sieht jedenfalls nicht so aus, es macht nicht so den Anschein. Der ist fast fertig. 98%, sehr schön. Dann wollen wir mal hier kurz warten. So, wunderbar, Gebäude errichtet, Wachturm, perfekt. Und da müsste jetzt eigentlich hier mehrere Leute angerannt kommen. Denke ich mal jedenfalls. Da müsste mehr als einer kommen. Ach nein, Quatsch. In den Baracken ist ja auch Platz als für mehr als nur einen. Und da kommt auch nur einer. Aber es ist ja nicht nah am Feind dran. Deshalb kommt nach wie vor nur einer. Okay, das hat jetzt mit der Größe nichts zu tun. Eine ganze Festung würde auch nur mit einem besetzt sein. So.
Wunderbar. Und hier haben wir jetzt Platz, denke ich mal. Baracke errichtet, Baracke besetzt. Ja, da ist aber nichts Interessantes und es wird auch leider nicht interessanter. Merkwürdigerweise. Das Forsthaus. Genau, da habe ich die Produktion gestoppt. Eigentlich müssten hier genauso wie die Zs bei den Bergwerken, müssten hier so eine kleine Zahnräder hochfliegen, damit man sieht, dass es gestoppt wurde. Vielleicht verwechsel ich das auch mit Anno, aber ich bin der Meinung... Hey, ich habe dich gerade aufgehalten. Guck mal, das gibt's doch nicht. Ich hatte nur für eine Sekunde die Produktion an, weil ich dachte, das will sich erstmal aktualisieren. Und schon rennt er los und pflanzt einen Baum. Du bist doch baumsüchtig. Also Militärgebäude besetzt. So, und hier haben wir Platz ohne Ende. So, wir bauen hier einen Bauernhof hin. Dann möchte ich hier ein... Ach Gott, das Lager ist ja gar kein großes Gebäude. Okay, dann bauen wir das nämlich hier hin. Ein Lagerhaus. So. Und dann bauen wir mal, ruhig mit ein bisschen Abstand, bauen wir hier eine Schweinezucht hin. Und dann bauen wir hier gleich nebenan, Schweinezucht braucht keinen Platz außerhalb ihres Gebäudes, bauen wir eine Fleischerei. Und hier bauen wir noch einen Brunnen. So, alles schön in einer Ebene. Wunderbar, da gehen wir hoch. Und dann gehen wir hier lang. Perfekt, genauso wollte ich den Weg. Ich wollte auch nicht, dass er hochgeht oder so ein Mist. So ist wunderbar. Der Bauernhof sollte ja eigentlich genug Platz haben. Überall, wo eine Fahne stehen kann, kann meiner Meinung nach auch ein Feld sein. Glaube ich zumindest. Und dann kann hier alles ins Lagerhaus transportiert werden. Da wird dann das Gold hingebracht und auch das Zeug, die Erzeugnisse aus dem Bauernhof und aus der Schlachterei. Und dann können wir außerdem hier nochmal eine Münzprägerei bauen. Wo ist sie? Da ist die Münzprägerei. Dann kann die hier direkt neben den Goldminen noch ein paar Münzen prägen. Wenn wir das hier irgendwie mit den Kohlebergwerken verbunden bekommen. Dafür wirkt aber die Holzfällerhütte sorgen. Es ist aber auch nicht weit weg. Das ist ziemlich gut sogar. Hier eine Goldbergwerk und da Kohlebergwerk. In der Mitte eine Münzprägerei. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Wie sieht's eigentlich aus mit unseren... Nee, das ist nicht das richtige Menü. Nicht globale Wirtschaftseinstellungen, nicht? Missionsziel. Vernichten Sie alle Feinde. Ah ja, klar. Kann da... Okay. Wo ist denn die Anzahl von all unseren Sachen? Wisst ihr, was ich meine? Meldungen, Chat starten. Statistiken. Genau, Statistiken. Wie viele Waffen haben wir? Null. Wir haben null Schwerter und null Schilde. Das bedeutet, wir können keine neuen Soldaten ausbilden. Aber wir haben auch noch 78 Gefreite. Es wurde noch niemand noch niemand befördert. Wie seltsam. Vielleicht doch da. Obergefreiter. 4-4. Warum wird denn das da nicht angezeigt in den Statistiken? Das ist doch Quatsch hier. Alle Siedler in allen Lagerhäusern und im Hauptquartier. Okay. Alle Siedler in allen Lagerhäusern. Da sehe ich irgendwie die Siedler vor mir, wie so in einem, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wo so die Leichen in Schubladen liegen, so in einem Kühlhaus, so stelle ich mir das vor. Die ganzen Siedler, wie so irgendwo in einem Lagerhaus, so in Schachteln verpackt oder im Regal liegen und so. Steinbruch hat keine Rohstoffe gefunden. Okay. Dann reißen wir das mal ab und dann werden wir mal den Weg hier. Guck mal, das ist ein Krampf. Dieser Weg ist ganz furchtbar. Blöd ist aber auch die Baracke hier. Ich hätte gerne hier eine Fahne und würde hier so einen Kreisverkehr machen. Besser gesagt eine Kreuzung, weil ein Kreisverkehr ist es jetzt schon. Wir reißen die Straße hier definitiv ab und machen so. Nein, das ist furchtbar. Wir machen... Was ist denn jetzt los? Ach Gott, das ist nur dieses Geröll. Das muss erstmal weggeräumt werden. Das despawnt nach kurzer Zeit und dann können wir da wieder einen Weg bauen. Okay, so ist das viel besser. Dann machen wir mal die Fahne hier weg. Die Fahne machen wir hier weg. Dann gehen wir hier runter mit dem Weg und darüber. So, bisschen Wege trimmen hier. Sieht ja furchtbar aus. Ich bilde mir immer ein, dass solche Effizienzkleinigkeiten Verbesserungen bringen. Hier könnte man noch so ein Dreieck reinbauen. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Ich weiß aber nicht, was das hilft. Und hier
Können wir vielleicht eine Fahne daran bringen? Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, ich glaube, das ist besser. Wir machen hier eine Fahne und bringen den daran. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir das auch lieber so. Aber dann können wir hier keine Fahne setzen. Ah, Gott verdammt. Das ist eine ganz blöde Stelle hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja gut, wir werden das mal so lassen. Aber das ist eine ganz, ganz doofe Stelle. Na schön. Okay, wo waren wir denn hier? Hier wollten wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Aber haben wir noch nicht. Die Holzfällerhütte wird früher oder später die hier abreißen und da können wir das verbinden. Dann haben wir wunderbar mit dem Lagerhaus, der Münzprägerei eine ganz schöne Kombination. Und Nahrung haben wir auch. Da ist sogar die Fischerhütte, die ist nicht weit weg, aber die Wege sind schlecht. Es ist ein sehr unebenes Gebiet. Seltsam, dass man, also man kommt hier ein bisschen schlecht voran. Guckt mal, hat sich von alleine geklärt hier. Perfekt. Da machen wir eine Fahne hin, da machen wir eine Fahne hin. Wunderbar. Okay, jetzt kann auch das Forsthaus von mir aus wieder anfangen. So, jetzt darfst du wieder losgehen und schaufeln, du baumsüchtiger Verrückter. Wir könnten jetzt hier nochmal nach... Ja, definitiv. Der Berg ist zu groß, um es zu ignorieren. Wir werden hier definitiv nach Zeug suchen lassen. Vielleicht mit 3 oder 4 Geologen. Oder 5, keine Ahnung, wie viele ich jetzt geschickt habe. Weil der Berg ist zu groß. Guck mal, wie viel man hier bauen kann. Das wird die Wege heftig belasten, wenn da Minen hinkommen, aber es wird sich lohnen. Keine Rohstoffe gefunden für den Holzfäller. Kein Problem, wir reißen den ab. Das ist wirklich nicht schlimm, dann haben wir hier weniger Betrieb. Das ist nicht dramatisch. Guck mal, wie eng das hier alles ist. Also den Holzfäller brauchen wir nicht wirklich an der Stelle. Hier haben wir zwar ein Jagdhaus, aber tatsächlich kein Holzfäller. Also das Jagdhaus wird weiterhin diesen Bereich hier wahrscheinlich... betreiben und durchsuchen und ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich habe gerade gemerkt beim Bewegen des Cursors, dass das Spiel anfängt zu stocken. Guck mal auf die Siedler. Nur weil ich den Cursor bewege. Seltsam, da fängt das Spiel an zu laggen, wenn ich den Cursor bewege. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit auf den Cursor gucke. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, weil verhindern kann ich es nicht. Eisenerz gefunden. Guckt mal, wie fantastisch. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann können wir nämlich hier eine wunderbare Schmiede herstellen oder eine Schlosserei und eine Eisenschmelze. Sehr gut. Übrigens, dass eine Schlosserei nur Werkzeug herstellt, ist natürlich auch albern. Das müsste ein Werkzeugschlosser sein. Und dass eine Schmiede nur Waffen herstellt, ist auch albern. Aber das ist halt die Logik. So, also auf jeden Fall hier Eisenbergwerk. Wir sehen auch hier Eisenerz viel. Wenn auf dem Schild nur eine Kugel ist und nicht... 3, dann ist in dem Bergwerk nur wenig drin und nicht viel. Dann sind die Bergwerke nicht so effizient. So. Gut, das sind 4 Bergwerke. Das reicht eigentlich. Und nach wie vor, ich bin mir sicher, man könnte hier auch noch Bergwerke bauen, aber ich glaube, das genügt erst einmal. So. Da werden wir nicht hinkommen. Dann müssen wir hier nochmal lang. Nochmal mit einer Fahne. Dahin. Dahin. Und dann können wir hier nochmal rum. Gut. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier, können wir wunderbar ein bisschen Schmiedezeugs aufbauen. Gucken wir mal, wie machen wir das? Wir wollen hier wollen wir eine Eisenschmelze hinbauen. Dann wollen wir hier eine Schmiede hinbauen für Waffen und eine Schlosserei für Werkzeuge kann auch nicht schaden. Aber es ist nicht so wichtig, da werden wir nicht so viele von bauen. Gut. Erstmal hier lang, dann können wir auch noch nach oben und da lang. Gut, und das können wir noch an der Mühle anschließen. Gut, dann haben wir also unsere Waffenproduktion auch. Unsere Münzproduktion, die laufen beide auf 100%. Wir haben aber auch tatsächlich nicht mehr Gold. Wir haben noch ein bisschen Goldmünzen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Gold ertrinken. Also eine dritte Münzprägerei bringt, glaube ich, nichts, bis auf die, die wir hier unten bauen. Ansonsten hätte ich da noch eine dritte daneben gesetzt, aber davon haben wir aktuell nicht so viel. Okay, Nahrung ist wahrscheinlich auch okay, würde ich jetzt denken. Wir haben 2 Schinken, 16 Brote. Gar keine Fische. Okay, wie sieht's aus mit den Statistiken? Größe der Region? Aha, 12%. Ich habe mich ausgebreitet, du nicht. Aber seit 10 Minuten habe ich mich nicht mehr vergrößert. Ich frage mich, woran das liegt.
Ah, hier ran, genau. Wir konnten uns gerade erst wieder vergrößern, weil hier die Bäume abgebaut wurden. Okay. Dann beenden wir das an dieser Stelle erst einmal. Ist natürlich eine richtige Serie, das geht hier weiter. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar Aufnahmen brauchen, bis wir unseren Gegner besiegt haben. Aber dann war es das mit diesem Projekt auch wieder. Aber ich weiß nicht, warum ich zu Beginn eines Projektes schon sage, wann es endet und dass es ja bald endet und so. Egal, geht auf nurkram.de/vote, wenn ihr abstimmen wollt für das nächste Projekt nach Siedler. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.